Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden. Genießt jetzt den Nachmittag. Wir schauen uns CR7Z an. Ja? Die Generation heißt, so heißt zumindest der Track. Und der Track wurde auf dem Kanal von Kool Savas hochgeladen. Dann heißt das eigentlich was, ja? Wenn Kool Savas das hochlädt, dann muss das auf jeden Fall was heißen. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ja, ich glaube, das geht jetzt nochmal an euch, ja? Die Videos werden eventuell gecuttet, gestoppt auf jeden Fall. Hat was mit YouTube zu tun. Zum Glück, seit ich das jetzt, ich glaube, eigentlich immer schon sage. Aber seit längerem wird mir nicht geschrieben, wieso stoppst du die Videos oder wieso schneidest du die. Das freut mich, dass die Leute langsam verstehen, wieso man das macht. Ja? Ansonsten, zu den jungen Mann. Ich habe so jetzt ein paar Interviews von denen angeschaut. Ältere Interviews. Ich habe jetzt keine neue gefunden. Falls ihr was für mich habt, bitte unten in die Kommentare reinhauen. Ich habe ältere Interviews gefunden. Mit einem, ich sag mal, Hip-Hop-Journal. Oh nein, ich habe das Wort gesagt. Mit einem, ich will halt diesen Namen nicht sagen. Dann schreiben die Leute so, das ist wie Voldemort. Der war eigentlich gut. Ich musste mich totlachen, Alter. Weil ich einen Namen nicht gesagt habe. Nein, Spaß beiseite. Also, ich will einfach diesen Namen nicht sagen, weil ich diese Leute nicht supporte. Und deswegen, egal, lass uns mal den Track anhören. Wie gesagt, es kann sein, dass gestoppt wird und zwischendurch auch mal gecuttet. Kommt drauf an, halt, ne? Jetzt ernsthaft wegen dem Voldemort. Ich habe mich, glaube ich, 2 Tage bepisst, Mann, vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Nur weil ich einen Namen nicht ausgesprochen Der Anfang ist schon mal typisch oldschool-mäßig. Wer labert da draußen so laut, Mann? typisch oldschool-mäßig. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, ja? Deswegen. Das ist das Gefühl, dass ich in Form. Das ist natürlich. Natürlich sehr geil gemacht, ja, so ein Raum, alles ist kaputt, nur ein Mic liegt da und genau richtig zum Rappen. Na, zeig mal her, mein junger Mann. Magies, ich komm heim und weiß, was noch für Arbeit vor mir liegt. All I need is one mic. Sogenannte Top-MCs werden von meinem Album torpediert wie ihr Gehirn von Yeo. Ich dreh durch zu AOTP, nick zum Beat und pfleg die Lyrik wie einen Bonsai. Sehr geiler Vergleich, finde ich. Sehr emotionaler und geiler Vergleich von dem jungen Mann. Apropos, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein Interview von ihm geschaut und ich kam da jetzt gerade so ein bisschen ab vom Gedanken. Und er hat mal erzählt, dass er ans Meer wollte. Er wollte Urlaub, weil er schon seit 11 Jahren keinen Urlaub gemacht hat. Und ja, das Interview war alt, falls ihr euch das fragt. Und die Frage ist, war der denn der junge Mann? Der hat ja nichts davon erzählt. Das wäre nämlich schön zu wissen. Was Copycats releasen, war doch schon vor Platz 1 Schrott 3. Tropf auf ihre Stirn, als wäre es chinesische Wasserfolter. Das ist die Strafe für die, deren Musik nie abgeholt hat. Dafür Fans abgeholt wurden von der Polizei. Für die mit sinnlosen Schlägereien bis hin zum Todesfall. Apropos, einige von euch haben mir geschrieben, die haben ja noch so einen alten Panasonic, weil ich habe ja das letzte Video von ihm reacted und da fiel mir sowas nicht ein wie Ghetto Blaster, ja? Weil irgendwie ist das mir alles so vom Gedanken abgekommen. Ghetto Blaster ist mir nicht eingefallen und Walkman von Panasonic und was weiß ich und von Sony hieß das ja auch Walkman, ja, habe ich verstanden. Ist aber auch Jahre her,
Mal so eine Frage, wann habt ihr das letzte Mal Kassetten benutzt? Okay, ich habe unten noch ein paar von Kool Savas und so, ja, aber die habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr reingetan. Ich glaube, wenn ich die reintue, verpufft das einfach so. Fleisch gewordenes Karma, seht ihr hier vor dem Mike. Gewisse Lenkmechanismen begründen deren Overhype. Die denken wahrscheinlich, ich suche Streit. Nein, ich bilde lediglich ein Gegengewicht, um eine Balance zu halten. Yeah. In der Booth sind sie aufnahmefähig, nicht aufnahmefähig, sind sie hingegen dafür, Texte mit Substanz zu schreiben. Die suchen. Stimmt, einige Rapper können das nicht. Texte mit Substanz schreiben. Ich komme schon wieder von dem scheiß Gedanken ab. Ich wollte eigentlich euch sagen, einige von euch haben mir geschrieben, die haben ja noch einen alten Panasonic. Schickt mir doch den mal rüber. Dann kann ich meine alte Kool Savas Kassetten hören. Nein, Spaß beiseite, ihr müsst mir nicht schicken. Alles cool. Es freut mich, dass ihr noch welche da habt. Ich bin immer noch so ein Idiot. Ich habe damals die Dinger weggeschmissen. Ich glaube, wenn ich jetzt einige noch gehabt hätte, ich habe noch so ganz alte noch gehabt, so rare Dinger, ja. Ich glaube, ich hätte die jetzt. Ich glaube, ich wäre jetzt richtig cool, Alter. Damit so. In der Tasche. Auf Substantive einen guten Reim. Ob man damit wirklich was vermittelt, juckt von den Keinen. Es geht ja schließlich um den Vibe. Nein, es geht ja darum, dass sie überhaupt nichts zu sagen haben und uns diesen Rotzen knallen, damit wir ihnen Wagen zahlen. Die sind Fans von Rap, die auch mal gerne rappen wollten. Die Frage ist, sagen sie was aus? Ich pump mit meinen Jungs auch Straßensound, aber der 8-milliardenste Part von Pam 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 Blabla muss nicht sein. Die Texte sind jetzt in dem Fall sind eigentlich sehr gut von ihm gehalten, was ich eigentlich, ich finde bei ihm eigentlich sehr interessant, ist mir eigentlich auch so beim letzten Mal aufgefallen, die Texte haben so gesehen einen roten Faden, ja. Es ist aber nicht immer cool, einen roten Faden zu haben. Ab und zu ist es schön, wenn man so ein bisschen sprunghaft ist. Es kommt meistens immer darauf an. Ich glaube, bei diesen Beats, man ist schon so gewohnt, dass die Texte teilweise so einen roten Faden haben. Wer zumindest Oldschool mal gehört hat oder überhaupt sich damit beschäftigt hat, weil das war ja meistens immer so. So diese ganzen krassen Vergleiche und Anglizismen, die kamen ja irgendwann mal etwas später. Zuvor war der Trap. Meine Fresse, Leute. Ich nehme zurück, nichts mit Trap. Ja. Der Rap war damals ein bisschen schlichter. Das T-Shirt ist natürlich geil von Anonymous, ja. Finde ich richtig toll. Würde ich auch gerne so einen haben, ja. Wenn man sich wegen Schnee gegenseitig den Schädel einschlägt, glorifiziert es der Text nicht, ihr nennt es die Realität. Ein BMW kommt entgegen, die Base ist extrem aufgedreht. Rast vorbei am Kinderwagen mit deinem Baby, das schläft. Das meine Kollegen. Schöner Vergleich, ja. Also, er gibt quasi so gesehen, der Fahrer dieses Fahrzeugs gibt einen Dreck drauf, ob da jetzt ein Baby ist. Obwohl, ich glaube, das ist so in der Doppeldeutigkeit, wenn ich das jetzt überlege. Mal gucken, ob die nächste was dafür, also die nächste Line zu der vorherigen Line dazugehört. Deswegen ist die Realität, was ihr verzapft, ist krank wie Junkies, die durch Hero draufgehen. Ihr seid nicht mal in der Position, von Ehre zu reden. Ich glaube schon, dass das ist so, wie ich das gesagt habe, gemeint ist, dass er einen Dreck drauf gibt, weil das letzte war ja so wie, wo ihr euch, also das hier, was ihr verzapft, da gebt ihr einen Dreck drauf. Ja, ich glaube, diese Line war auf jeden Fall drauf bezogen, dass der Fahrer des Fahrzeugs einen Dreck drauf gibt, auf ob dein Baby ist oder nicht. Ich glaube, der versucht so richtig kranke Welt darzustellen. Ja, definitiv. Ihr killt genauso in dem Teufelskreis des Währungssystems. Rap ist für ja. mich in erster Linie die Stimme der Vernunft. Klingt für euch dumm, ach ja, ihr habt die Stimme eines Stummen. Krieg, Menschen fliehen von dort, ihr zeigt uns Waffen in Videos. Auch geil, ihr habt eine Stimme eines Stummen, ja. So als würde unsere Stimme keinen Wert haben. Kino oder Krieg ist dope, noch geht's nicht hier drüben los. Zeigt ihr uns, was bald auf uns zukommt oder was? Zur Hölle mit eurer Farce und der scheiß Doppelmoral. Versteht mich. Ich glaube, er hätte als Feature auf Viganza drauf gepasst, ja, von S. Castro. Ja? Ich glaube, die hätten beide richtig gut zusammengepasst.
wenn die machen jetzt, wie gesagt, das ist jetzt der zweite Track und mehr so emotionale Geschichte. Und S. Castro, der haut ja auch eins auf den Kasten. Ich glaube, die hätten beide richtig gut drauf gepasst. Was sagt ihr eigentlich dazu? Was würde mich interessieren? Das ist keine Predigt, nein, ich spiegel global und nicht nur eine Schattenwelt, aka für die Liebe ein Grab. Er ist schon ein sehr interessanter Rapper, auch ein sehr, sehr, kann man sagen, konservativer Rapper. Naja, ich glaube, ich sage das nicht so auf Vorbehalt, das glaube ich kommt nicht gut. Aber es ist schon ein sehr interessanter Rapper, auch sehr interessante Themen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter schauen soll. Ich glaube, das ist so quasi das wie hier wird abgeklingt jetzt. Es geht nur hier beatmäßig. Vielleicht kommt gleich noch ein bisschen was, wo ich den Rapper supporten kann. Kommt da noch ein bisschen was? Jo, hier. Das ist nämlich für mich eher interessant. Ich mache das ja immer gerne. Besucht natürlich den jungen Mann, schaut euch auf seinen Kanal, also hier in dem Fall müsst ihr auf Kool Savas Kanal gehen, ja. Ansonsten besucht den. Hier wird schon ein Album angekündigt, ja, tatsächlich Album. Ultimativ, glaube ich, heißt Ultima. Irgendwie so. Gönnt euch das. Schaut euch den jungen Mann mal an. Ich werde ihn weiterhin so ein bisschen verfolgen und ein paar Tracks von ihm anschauen, ja. Ansonsten sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Nachmittag. Mach's gut. Tschüss.